Du musst jetzt aufstehen, du musst jetzt aufstehen, steh doch endlich auf. Und damit ein herzliches Willkommen bei mir, den Thorsten Acker Toto beim Clan True Warriors. Ich habe den Start in unseren Clankrieg verpennt im wahrsten Sinne des Wortes, aber wir sind sofort live dabei beim Angriff von Joker 3 auf 3 und wir gucken uns die Bowler-Partie hier mal an. Der Joker hat versucht zu funneln, seine Bowler sind aber unten leider schon draufgegangen. Jetzt geht alles erst ein bisschen nach außen, aber jetzt gehen sie rein. Eigentlich muss die Masse auch reinspringen. Macht sie auch. Jetzt kommen die Clanburg-Truppen. Da kommt ein Drache raus, so wie ich das sehe. Und die Queen ist aber super in der Mitte. Der Adler ist jetzt erstmal weg. Mal sehen, ob das Rathaus denn auch fällt. Die Queen ist jetzt leider ein bisschen nach außen gegangen, aber das Rathaus fällt jetzt. Gut, 42%. 2 Minuten noch Zeit. Die Queen ist unten noch am Leben. Und schafft auch noch ein paar Gebäude. Jetzt wird es allerdings ein bisschen schwierig. Der Warden ist allerdings auch noch dabei. Wird jetzt aber von dem Drachen geröstet. Und jetzt muss ich langsam die Queen auch mal des Drachen annehmen. Hat sie auch gemacht. Jetzt haben wir nur noch die Queen in Heilung. Aber das werden auf jeden Fall 2 Sterne. Denn unten ist erstmal nichts mehr da, was die Queen jetzt beschießt. Die Heiler werden jetzt zwar ein bisschen weggepustet. Das heißt, sie ist nicht immer sofort in Heilung. Aber das sind hier saubere 2 Sterne gewesen von 3 auf 3. Der Gegner hat auch schon angegriffen, teilweise auch sehr tief. Lag aber daran, dass einige auch keine Helden hatten. Ich habe also zum Beispiel einen Angriff schon gesehen von dem Gegner mit gar keinen Helden. War sehr tief, aber 2 Sterne mit oder 3 Sterne dann mit keinen Helden. Von einem RH10 auf eine R9. Aber hier waren das schon mal super. 2 Sterne und 59% von Joker. Und hier sehen wir einen Angriff von Oleg. Okay, 2 Sterne hat er da schon kassiert. Wir können hier ein bisschen weiter runter gehen und sehen, dass wir schon einen 3-Sterner von Thunderbird gemacht haben auf die 19, also 19 auf 19. Thunderbird ist nicht neu bei uns im Clan, sondern es hat sich jemand umbenannt in diesen Namen. Er kommt hier mit Babydrachen und Hacker-Kombination in die Base rein. 19, 20er Helden sehe ich gerade. Ich glaube, die sind jetzt auch schon wieder an Level gewachsen. Der Gegner hat Flugdev. Jetzt, wo ich das gerade so sehe, fällt es mir auch wieder wie Schuppen von den Augen. Ich habe vergessen, meine ganzen Fallen mal wieder auf Boden zu stellen. Das ist natürlich doof. Vor allen Dingen bei meinen RH8-Accounts. Das heißt also, da kommt keine einzige Falle raus, wenn dort ein Gegner mit Bodentruppen kommt. Ich hoffe, dass die dann doch irgendwie mit Lufttruppen kommen oder so. Aber hier waren das saubere 3 Sterne mit einem Hackerwalk. Das ist jetzt zwar schon die Wiederholung, aber wir haben gleich auch sicherlich noch was live dabei. Aber waren gute 3 Sterne. Jetzt sterben zwar hier die Magier, aber der Packer ist noch da. Und der ist noch voll. Da ist jetzt auch nur noch ein Bogenschützenturm und der Packer macht jetzt ein bisschen mehr Schaden. Geht natürlich genau auf das Moorstück, was am härtesten da unten in der Ecke ist. Aber so waren das super hier. 3 Sterne. Okay. Dann gucken wir mal hier unten. Der 7er ist schon weg. Das 8er Rathaus ist noch am Leben. Wir gucken da mal rein. Und ich würde sagen, wir machen das auch gleich. Ihr kennt das Spiel. Ich bin am Tablet mit dem Barfuß-Account und greife dieses Dorf hier jetzt an. Mal sehen, wie ich da vorgehen kann. Ich wollte allerdings hier unten irgendwo ein bisschen locken mit einem Bogenschützen oder so. Gegen den King dann mit meinen Golems rein. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich gehe einmal auf Attack. Und dann sehen wir das jetzt auch gleich hier oben live. Jawohl, da sind wir live dabei. Und dann gucken wir mal, wie ich den hier irgendwie angehe. Okay, ich muss mal gerade schauen, was da aus der Clanburg kommt. Das ist ein Babydrache mit so ein paar kleineren Truppskis.
Okay, da ist eine Walküre dabei, sehe ich gerade. Dann muss ich hier schon mal einen Packer ziehen. Und jetzt muss es allerdings schon so ein bisschen was Stärkeres sein. Der Babydrache nervt da so ein bisschen, aber das macht nichts. So, dann kommen wir jetzt hoffentlich auch mal in die Base hinein. Jawohl, dann schicken wir unsere Packer hier mit rein. Und dann gucken wir mal, wie die Truppen hier so durchgehen. Das geht ja erstmal relativ behendelos. Jetzt muss ich die mal ein bisschen wütend machen. So, das sieht ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, wir schicken hier hinten mal unseren Stoßtrupp rein, nämlich die Hogs. Teilen hier mal durch, dann teilen wir die anderen Truppen auch noch ein bisschen mit durch. So, wie sieht das aus? King mal zünden. Und da hauen wir mal noch ein Heil rein. Und die restlichen Truppen können wir clean up machen lassen. Jo, das sieht gut aus. Ich denke mal, die Base war jetzt auch nicht so stark für den Chief hier. Ich baue auch gleich nach und mache dann danach einen RH9, denke ich mal, mit dem Chief seinen Account. Das waren gute, ganz angenehme 3 Sterne, aber das ist im unteren Bereich. Das ist, ich will nicht sagen Standard, aber die Base war jetzt wirklich nicht so gut. Er ist auch gerade so Rathaus 8 geworden und dementsprechend war der Kampf hier eigentlich jetzt nicht so schwer. Okay, dann schwenke ich hier mal zurück. Auf dem Teller bin ich schon zurückgeschwenkt und wir gucken hier 26 auf 28. Jetzt gehe ich mal in die Base von Krümel rein. Okay, das bleiben 2 Sterne. Das ist gut so, das ist verteidigt. Jetzt schauen wir mal, wie viel der Oleg tatsächlich kassiert hat. 2 Sterne, 71%, okay. Joker, seine beiden Sterne haben wir schon gesehen. Thunderbird haben wir auch gesehen, den Ohr haben wir schon gesehen. Der Schief hat sogar einmal verteidigt, sehe ich hier. Ein Stern hier mit 72%. Und wenn wir hier etwas haben, dann springe ich hier immer wieder rein. So ein paar kriege ich sicherlich heute Abend noch rein, die wir dann am Sonntag in der ersten Folge schauen können. Das heißt also, ich sage immer am Sonntag, ich produziere ein bisschen vor. Das heißt also, die ihr heute sehen könnt um 12 Uhr. Und also ihr seht sie ja eigentlich jetzt. Und dann würde ich sagen, ich mache wieder, ihr kennt das schon, meine Cuts. Und bis zum nächsten Angriff. Oh, wir haben einen Kampf von unserer Nummer 7, Garagus. Ich glaube, die haben sich abgesprochen, der Sir Amelot und der Gara, wer welche Base hier macht. Das ist bei uns jetzt mittlerweile auch durchaus üblich, dass wir nicht mehr so ganz den Gegenüber machen. Wenn wir meinen, Mensch, ich bin eigentlich mit meiner Taktik ganz gut auf einer anderen Base, dann mache ich die doch lieber. Eben mal das Fenster zu machen. Und dementsprechend kann hier schon mal durchgetauscht werden, aber er kriegt hier jetzt ein bisschen Probleme mit der Hexe. Holt jetzt aber mal einen Magier dazu, sonst kommt die Hexe hier nämlich gar nicht weg. Der Magier auch nicht wirklich, aber jetzt ist die Hexe auch weg. Und dann geht die Reise der Queen erstmal weiter. Mal gucken, wann er dort in die Base denn reinkommt. Denn bisher ist noch keine La weg, aber die Queen muss natürlich auch weg. Also die gegnerische Queen. Jetzt ist die gegnerische Queen erstmal weg und er kommt jetzt schon mit den Hunden, obwohl doch da war, glaube ich, eine La war da mit drin, weil ich nur noch 3 Stück sehe. Jetzt müssen natürlich die ersten Loons gleich auf den Inferno fliegen. Das machen sie natürlich. Jetzt machen sie es sauber, gut. Und jetzt gucken wir mal, was hier weiter mit seinen Loons so geht. Er hat jetzt noch einen Hund im Ghetto, den wird er jetzt auch gleich schicken müssen, bevor er die restlichen Loons dann weiter um diese Base hier herum schickt. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ich kann das schlecht einschätzen, weil der Gara eigentlich so ein starker Angreifer mit dieser Kombi ist und ich das eigentlich noch gar nicht kann. Bei mir wird der Lava-Hund ja gleich fertig werden auf dem entsprechenden Level. Na komm, mach den Inferno da in der Mitte. Oh nein, nicht ganz geschafft. Der ist nur noch auf dem letzten Sticken, der Inferno. Das heißt also, da kann ruhig ein Loon drin sterben. Und da
dann war es das hier mit der DEF. Ah, nee, da ist noch ein Tesla und ein Dover Feger, aber der Queen ist noch, der King ist jetzt noch ins Spiel gekommen, sehe ich gerade unten. Jetzt hat er aber nur noch 31 Sekunden, also das Ganze hat ein bisschen zu lange gedauert, wahrscheinlich am Anfang mit dieser doofen Hexe in der CB. Da verbraucht man einfach wertvolle Sekunden und ich sehe, da hinten ist auch noch ein X-Bogen, aber ich habe ich will jetzt nicht die Hoffnung aufgeben, aber jetzt kommen da noch so ein paar doofe, ein paar Kobolde, die nerven natürlich auch, die haben nicht viel Healpoints, aber sie nerven halt. Und die Queen geht wenigstens jetzt auf die Ecke da, aber Zeit ist um. Das wäre eigentlich ein schöner Angriff gewesen, Zeit ist aber leider um. Und so war das hier leider nur ein Stern, das ist jetzt nicht so tragisch. Wir haben ja alle zwei Angriffe und ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem nochmal einen Live-Angriff an, nämlich den zweiten von Barfuß. Dann gibt es in dieser Folge halt mal zwei Achter, das ist ja auch nicht schlecht. Und der Barfuß geht auf die Nummer 27, nee, auf die 28, die hat der Krümel eben freigegeben und ich wollte die eigentlich mit so einem Packerwalk machen, aber ich habe mich jetzt doch ein bisschen umentschieden und habe die Hoffnung, dass meine Golems gehen ja immer auf Verteidigung, hier dann doch in die Mitte springen, weil das nächste Verteidigungsgebäude ist dann halt in der Mitte, wenn ich von hier reinkomme. Und mal gucken, ob das so funktioniert. Ich bleib mal auf der Base drauf und lege das Mikro, beziehungsweise schwenke das Mikro mal ein bisschen weg, dass ich jetzt angreifen kann. Und dann würde ich sagen, ich gehe einmal hier unten auf Attack. Dann sehen wir das auch oben. Und Base wird angegriffen. Watch live, jawohl, das machen wir. Dann schauen wir mal, wie wir das hier für uns erledigen können. Und hier können wir schon mal zwei Mauerbrecher reinschicken. Weil es gibt ja überhaupt keinen Beschuss erstmal. So, und die... Ach, also wenn ich das richtig gerechnet habe, dann müssten meine Golems... Genau, die laufen jetzt erstmal dahin. Da muss ich jetzt ein paar Magier hinterher schicken. Weil irgendwann kommt dort die Clanburg raus. Aber die Hütte muss noch weg, genau. So, und die Baul auch hinterher. King mit hinterher und dann muss das hier losgehen. Ich guck mal, wo die restlichen Mauerbrecher hinrennen. So. Die rennen nämlich an der Stelle schon ziemlich scheiße. Muss ich mal sehen, dass ich hier den Drachen ordentlich giften kann. Ja, das sieht, glaube ich, noch ganz gut aus. Und ich weiß gar nicht, wo mein King ist. Ach, mein King ist da in der Mitte, sehe ich gerade. Okay, der Rest läuft da hinten rum. Der Drache ist jetzt endlich gemacht. Dann sieht das auch ganz gut aus. Ja, ich weiß nicht, ob ich den King jetzt heilen muss. Wir heilen den King hier mal. Der X-Bogen ist jetzt auch Geschichte. Und außen laufen die Packer mit den paar Bowlern rum. Das sieht auch noch ganz gut aus. Ich denke mal... Oh, das sind alle drei Packer noch, das ist natürlich super, auch wenn die jetzt noch in der Mitte müssen. Rathaus ist weg und der Golem tankt noch gut in der Mitte. Die Base ist jetzt von der Def auch nicht so stark und sie ist auch nicht wirklich tricky, also ich hätte das auch mit dem Packerbock machen können. Meine Sorge war eigentlich nur an der Stelle die Clanburg, dass ich dort genügend Magier habe, die Clanburg mit wegmachen. Ja, den letzten Heil, den packe ich mal hier in der Mitte, das ist ja immer der ganz böse Heil. Und dann sind das hier auch locker drei Sterne gewesen. So können jetzt unsere RH9 nach oben wechseln, beziehungsweise alle ein bisschen ein kleines Stück nach oben gehen. Und wir haben entsprechend etwas mehr RH9-Angriffe dann auf RH9. Es kommt noch das letzte Lager, das schaffen wir fast die Golems. Und da ist der Kampf auch gewonnen. Bin ich auf dem Tablet schon mal umgeschwenkt und schwenke jetzt einmal in mein Dorf, denn wir haben in einer Minute 23 die Lava-Hunde fertig und wollen dann auch gleich was anderes anstoßen. Gehen hier nochmal rein in die CK, aber ich glaube, hier tut sich bei uns heute Abend
nichts mehr. Wir haben den Gara gerade gesehen. Oh, wir haben gerade gesehen oder nicht gesehen, dass der Alex hier angegriffen wurde. Wir gucken mal, wie der Alex hier leider nicht verteidigt hat. Das sieht scheiße aus. Muss ich mal so sagen, vielleicht muss der Alex doch mal eine neue Base kriegen. Ich verstehe gar nicht, wo da die Clanburg zu locken ist. Habe ich da etwa ein Loch? Das muss ich natürlich flicken. Das ist natürlich richtig blöd. Aber der Angreifer kommt hier gut mit Valkyren rein. Ist ja nun auch Valkyren-Event. Das liegt da näher, als genau diese Truppen auch im CK einfach zu benutzen. Ich denke mal, dass der Alex irgendwann mal eine neue Base kriegen muss, denn hier gehen die Valkyren doch ein bisschen zu easy peasy durch. Und ja, aber das ist halt das Schicksal eines RH9, dass hier nämlich eigentlich die R9 ziemlich alle drei Sterne kassieren. Das wäre eher selten, dass wir in dem Bereich keine Sterne kassieren, beziehungsweise die Bases hier einsternig bleiben. Und so haben wir jetzt auch mal einen Gegnerangriff gesehen. Das ist ja auch mal nicht schlecht, dann kann man den mal ein bisschen einschätzen. Und dann waren das hier ganz lockere, was heißt locker? Ja doch, sie waren relativ locker, die Queen dabei. Ganz drei Sterne auf den Alex. Ah, ich bin sicher, dass der Alex auch etwas dagegen zu setzen hat. Okay, hier ist mein Labern gerade fertig geworden auf Level 3. Und ich habe ganz, ganz viele Optionen jetzt irgendwas zu leveln hier. Hatte aber, glaube ich, im Vorfeld schon gesagt, dass ich eigentlich den Sprungzauber weiter leveln möchte. Weil der ist dann Max, den brauche ich doch relativ häufig. Und wenn der eine Minute liegt, der kriegt ja immer ein Update von fast 20 Sekunden. Dann würde ich sagen, machen wir den auch die nächsten 7 Tage. Das heißt, wir hören uns dann in einer Woche wieder, was ich denn dann wohl forsche. Haben jetzt schon ein bisschen was ausgegeben und ich wollte aber meine Treasury eben mal leer machen, dass ich nämlich ein bisschen mehr Gold oben in meinen Lagern habe und wollte hier auch eine Dev anstoßen, denn die wird im Moment ein bisschen vernachlässigt. Ich würde sagen, wir machen diesen Archer Tower hier auf den nächsten Level, haben jetzt immer noch einen Bauarbeiter frei und kriegen den nächsten auch morgen frei. Also hier geht auf jeden Fall auch noch als Dorf-Update etwas bei mir. Was im Moment gar nicht geht, sind Mauern. Das finde ich selber für mich ein bisschen traurig, weil ich ja eigentlich gerne Mauern mache. Aber ich denke mal, irgendwann werde ich mir einfach einen Bauarbeiter freilassen und hier innerhalb der Base nur noch mit Vieren weiterbauen, so dass ich hier auch mit den Mauern ganz gut vorankomme. Ich denke mal, mit den paar Angriffen hier, das waren ja immerhin 5-6 Angriffe, können wir den ersten Tag auch schon füllen. Das zweite Video heute wird sicherlich etwas voller werden, was die Angriffe angeht. Und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns dann in der zweiten Clankriegs-Wochenendfolge bei mir wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, rechts unten könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und bis zum zweiten Wochen-NCK-Video. Euer Toto. Ciao.